Amici! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mal wieder was anderes. Und zwar ist es so, dass ich heute mal eine Frage an euch habe, denn ich bin ja am Samstag auf der Animuk, also wer da ist, hey, sagt mir mal Hallo. Ich habe dort auch wieder einen Presseausweis bekommen, das bedeutet, ich bin wieder mit der Kamera am Start. Und natürlich würde ich gerne wieder, wie im letzten Video, Leute zu der Meinung fragen, Anime Community zu Community. Also ein Einzelner kann eine Frage stellen und ein paar Leute beantworten es. Das bedeutet, das Video geht an euch. Ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen in den Kommentaren. Ich werde mir die so ausdrucken und so auch die Leute fragen. Ihr werdet auch im Video eingeblendet. Natürlich sollte die Frage schon noch human sein. Ihr wisst schon Bescheid, keine zu kranken Fragen oder keine beleidigenden Fragen. Aber so, also, was hatten wir letztens? Welcher Anime sollte abgesetzt werden? Welcher sollte fortgesetzt werden? Sind Subtitles gut geworden? Beziehungsweise ist Dubbing gut? Dubbing, ich glaube, das war was anderes noch. Und solche Fragen halt, die euch da beschäftigen, was ihr dachtet, ja, das hätte ich schon gerne mal in die Runde gefragt, das kann ich stellen. Und damit rufe ich euch auf, schreibt mir die Fragen für die Messe einfach mal unten in die Kommentare. Genau, lasst die anderen die Arbeit machen, denkt ihr keine Frage aus. So schaut es hier aus. Deswegen stellt mir eure Fragen, das Video, also die Fragen nehme ich auf bis gegen Freitagabend, weil dann drucke ich mir die aus und dann ist Repo. Also schreibt schnell fleißig irgendwelche Fragen, die euch wirklich interessieren können, warum rede ich auf einmal mit gerollten R? Vor allem. Wir sehen uns und ich bin gespannt auf eure Fragen. Macht's gut. Sayonara. Ciao. Ach, schön. Ich habe echt schon überlegt, ob ich ein paar Anime-Figuren verkaufen soll, aber irgendwie ist schon echt traurig. Ich habe Vanillas mal gefragt, ob sie Baumi-Figuren davon macht, falls ihr euch noch erinnern könnt. Vielleicht gibt es dann bald den ersten Prototypen und dann könnt ihr das vielleicht auch erwerben. Naja, wer weiß.